Jaja Mari hier und willkommen zum Teambuilding Nummer 9 müsste das jetzt sein. Gegen die Rising Swallows. Und ja, sein Team ist jetzt eingeblendet, was ich mir jetzt selber natürlich nicht eingeblendet habe. Ich bin ein Supermensch. Rising Swallows Team. So, wir sehen in seinem Team. Wir sehen Latias, Katagami, Panferno mit dem Z-Kristall, Mega Bibor, Florges, Donphan, Mantax, Elevoltec, Golbat, Zubiris und Mamfaxo. Und ja, schwieriges Matchup. Allein Katagami und Mega Bibor tun mir sehr weh. Ich mag die nicht so gerne als Gegner. Schwierig, ganz, ganz schwierig. Deswegen hoffe ich einfach, dass ich dagegen gut gebaut habe und dass das auch soweit gut klappt, weil das ist immer so meine größte Angst, die ich habe, wenn ich ein Team baue. Ja, ich hoffe einfach, dass das klappt. So, dann haben wir, oder genau, bevor ich jetzt auf mein Team eingehe, Was predikte ich? Und das war ganz bestimmt auch euer WhatsApp. Für den Fall der Fälle, dass man es gehört hat. Ja, wir sind in seinem Team. Mega Latias sehe ich auf jeden Fall. Oder ich weiß nicht, ob ich Latias sehe. Weil ich habe Mega Tohaido, ich habe Freddy Krü oder hier Echnatoll. Schwierig, aber wenn das. Ich kann mir vorstellen, dass das mitnimmt. Dann haben wir Katagami, safe. Panferno, safe. Mega Bibor, safe. Florges, gut möglich. Donphan, safe. Mantax, glaube ich nicht. Elevoltec, safe, ganz klar. Elevoltec brauche ich nicht mal überlegen. Golbat, ja, kann er mitnehmen. Muss er aber nicht. Eigentlich nicht, nein. Zubiris, ja, kann ich sehen. Und Mamfaxo sehe ich eigentlich nicht so wirklich. Also im Endeffekt, Latias vielleicht, Katagami, Mega Bibor, Panferno, Florges, vielleicht, Donphan. Elevoltec, das sind die fünf schon mal. Und vielleicht mal Mamfaxo, Mantax oder Latias. Das weiß ich noch nicht wirklich. Und ja, kommen wir zu meinem Team. Und mein Team besteht aus Mr. Burns, unser Zapdos. Mit der Stoat Vest und der Steady Guards Fähigkeit. Mit dem T-Bolt, HP Ice, Heatwave und Extrasensory. Weil wir dürfen ja nur Attacken haben, wenn wir Stoat Vest tragen. Dann, ja, der T-Bolt ist auf jeden Fall gegen Mantax und Golbat gerichtet. Die HP-Ice ist gegen Latias oder Donphan auf jeden Fall. Dann haben wir die Heatwave gegen Katagami, Mega Bibor und ähnliches. Oder eigentlich nur gegen die beiden. Und die Extrasensory gegen, auch Mega Bibor auf jeden Fall. Dann noch Panferno. Und ja. Zum Investment, wir spielen Full HP und Full Def und 8 in den Spezialangriff, weil es soll halt unser Check sein gegen Mega Bibor, es soll unser Check sein gegen Katagami und da brauchen wir das, denke ich mal, auf jeden Fall. So viel dazu. Und 8 halt, und dann spielen wir halt ein Mordeswesen, damit wir halt auch mal ein bisschen Schaden drücken können, weil wir haben immerhin gute Attacken, um guten Schaden anzurichten. Vor allem, da wir jetzt diesmal nicht gelockt sind mit Choice Backs oder ähnlichem. Ja, kommen wir weiter zu Freddy Krüger, unser Echnatoll mit der Red Card heute mal. Und da diese Taktik erkläre ich euch. Mit der Mumie. So, er wird wahrscheinlich in der ersten Runde, ich sag mal, keine Ahnung, vielleicht sowas wie Donphan drin haben oder ähnliches. Und wird wahrscheinlich versuchen, die Staff Rocks oder ähnliches rauszubekommen. Aber das möchte ich nicht wirklich. Ich möchte nicht, dass er das tut. Aber ich werde auch Echnatoll nicht in der ersten Runde direkt einsetzen. Weil in der ersten Runde kann es gut sein, dass er einfach nur die Steinchen legt. Und deswegen wird meine Taktik ungefähr so sein, dass ich, Echnatoll ist ja sowieso sehr langsam, dass ich mich angreifen lasse, vielleicht mit Katagami, Mega Bibor, Panferno etc. Er wird dann in ein zufälliges Pokémon geswitcht. Dieses Pokémon werde ich dann blocken. Dann entweder, je nachdem, wie es sich anbietet, toxinisieren oder Will-O-Wispen und dann mit dem Pain Split immer wieder ein bisschen gegenheilen. Und ich hoffe, dass es klappt. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Ich habe schon so viele Taktiken mit Echnatoll ausprobiert, aber irgendwie ist noch keine wirklich aufgegangen. Ja, zum Investment. Wir spielen Full HP, 196 in die Verteidigung und 64 in die Spezialverteidigung. Um halt auch noch ein bisschen was von Latias zu tanken, weil das Ding kann auch immer noch sehr gefährlich sein. Wenn ich es jetzt unterschätzen sollte, er kann immer noch Choice Backs oder ähnliches spielen, wenn er ganz krass ist. Und ich muss ein bisschen aufpassen. Ja. Aber ich glaube halt immer noch nicht wirklich, dass er Latias mitnimmt. Ja, dann haben wir als nächstes unser Scar, unser Luxtra mit dem Choice Scarf heute mal. Endlich habe ich mal mich für Choice Scarf Luxtra entschieden. Das steht eigentlich schon sehr lange auf meiner Liste.
mit dem Bedroher, weil das andere beide brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Das sehe ich auch nicht wirklich. Und ja, mit dem Wild Charge, um halt allen möglichen guten Chip Damage zu geben, vor allem Mantax. Mit dem Ice Fang, um sowas wie Donphan gut zu treffen. Oder Golbat. Dann den Fire Fang, um Mega Bibo oder Katagami gut zu treffen. Und den Crunch, um Latias und ähnliches gut zu treffen. Und das brauche ich auf jeden Fall. Ja. Dann als nächstes haben wir unser Crailable, unser Aquana. Erneut mal wieder mit dem Choice Specs dabei, weil, keine Ahnung, ich finde Choice Specs Aquana ziemlich cool, auch wenn der andere Kampf noch nicht stattgefunden hat, zu dem Zeitpunkt, wo du dieses Teambuilding gemacht wird, weil, ja, ich habe 3 Kämpfe an einem Tag. Einmal einen von der IPL und 2 von der PFDL. Sehr witzig. Ja, dann kommen wir hier auf jeden Fall zum Surfer, um halt, ja, ich sag mal, einen guten Schaden anzurichten, weil Surfer schadet nicht. So, Surfer tut halt Panferno tut doll weh, es tut Donphan doll weh. Elle Voltec wird es auch doll weh tun und das sehe ich gerne. Dann haben wir den Ice Beam dabei, um halt Latias gut zu treffen, um Katagami gut oder ganz okay zu treffen, sage ich mal. Es ist ja halt normal effektiv, aber Katagami sollte gewone-hitted werden. Das Ding hat eine echt schlechte Spezialverteidigung. Ebenfalls Donphan für den Fall der Fälle, dass das reinswitchen sollte. Und Golbat wird auch sehr gut getroffen. Dann haben wir den Shadow Ball. Ja, ist halt ein Shadow Ball, werde damit gerechnet. Tut halt nicht so doll weh gegen die meisten seiner Pokémon. Und auch ebenfalls eigentlich nicht wirklich wieder zu gebrauchen. Ist einfach da. Ja, dann haben wir die HP Electric gegen Mantax eigentlich nur. Eigentlich nur gegen Mantax, gegen diese andere bräuchte ich das nicht. Aber ich habe keine Lust, dass er einen Check oder einen Safe Switch-In mit Mantax hat. Und ich glaube, ich werde, wenn ich Aquana reinpacke und er irgendwie überlegt auszuswitchen, dann werde ich auf jeden Fall, außer er hat Katagami drin, HP Electric drücken. Und zum Investment, wir spielen Full HP und Full Special Attack, um halt Schaden zu drücken. Werde damit gerechnet und noch ein bisschen was auszuhalten, weil wir haben eine gute KP-Base, wir können einiges tanken. Ja. Dann haben wir als nächstes unser Harlequin mit dem Iseum Sea und den Searing Grace, weil wir keine andere Fähigkeit haben. Mit den Attacken Ice Punch, weil es tut weh, Ice Punch tut weh. Vor allem mit dem Z-Ice Punch eigentlich nur gegen Latias gedacht, weil gegen den Rest brauche ich das eigentlich nicht wirklich. Den Relic-Song, obwohl ich sehe gerade was. Moment. Das gefällt mir nicht. Ich muss Zen Headbutt wegmachen gegen Close Combat. Ich sehe ja, dass Close Combat doch was bringt gegen Katagami. Ups. Ja, Ice Punch. Erklärt sich, denke ich mal, von alleine. Donphan, Latias, Golbat. Dann den Relic-Song, um uns zu verwandeln. Dann den Close Combat gegen Katagami, was ich gerade noch in letzter Sekunde festgestellt habe. Und eventuell gegen Panferno. Und den Thunder Punch, um halt dieses blöde Mantax wegzubekommen. Ich mag es nicht. So, zum Investment. Wir haben 236 in die reingesteckt, um halt ein Mega Bebot zu outspeeden, was nicht nicht full in it mit einem Jolly Wesen ist. Dann können wir Full Speed Bebor, Mega Bebor outspeeden. Und das will ich auf jeden Fall. Und jetzt sehe ich gerade schon wieder, das gefällt mir nicht, weil jetzt haben wir nichts gegen Bebor. Das ist auch wieder sehr blöd. Ich muss... Ah, Mann. Das ist kacke. Das gefällt mir nicht. Wir haben zu wenig Attacken. Ändere ich den Ice Punch? Ich weiß es nicht. Dann haben wir wieder nichts gegen Latias. Thunder Punch? Weiß ich auch nicht. Mantax ist eigentlich gar nicht so cool. Aber ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Mantax ist halt immer noch gefährlich, das kann halt Air Slash oder ähnliches. Ich lasse das so. Vielleicht kann ich Mega Bebor, vielleicht ist es ja schon gechippt oder ähnliches, vielleicht kriege ich das auch so raus. Ich muss jetzt darauf hoffen. Ja. Das war soweit. Und dann halt Full Attack, um halt einiges weh zu tun. 4 in die Verteidigung und 16 in die KP, weil ist übrig geblieben. So, dann als nächstes. Unser Don Lino ist mal wieder dabei. Unser Mega Torhydro mit dem, ja, Torhydro Need. Dem Speed Boost als Fähigkeit und danach halt in die, hier, Titankiefer. Mit dem Protect mal wieder, weil Agilität hat nicht wirklich funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es, wir haben, das erkläre ich gleich, mit dem Psychic Fangs, um halt Mega Bebor, um Panferno und Golbat sehr effektiv zu treffen. Dann die Poison Jab, eigentlich nur wegen Florges. Und den Crunch gegen Latios, eventuell gegen Katagami. Ja, vielleicht noch gegen Mantax etc. Also halt als guten Step-Move, sage ich mal so.
Ja, zum Investment. Wir haben Full Attack und 96 in die KP diesmal sogar tatsächlich, weil wir brauchen nur 160 Speed. Wenn wir auf plus 1 kommen, sind wir schneller als ein Full Speed Mega Bibor. Und das sehe ich sehr gerne. Also selbst wenn es ein Innetwesen spielt, sind wir Full Speed schneller als ein Mega Bibor. Also auf plus 1. Mit Protect kommen wir sowieso auf plus 1. Und das sehe ich sehr gerne. Sehr, sehr gerne sehe ich das. Und da sehe ich uns auch auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich, dass es wie immer klappt. Ich habe natürlich wieder keine Ahnung. Ich habe in dieser Liga eigentlich mehr Pech als irgendwas anderes. Ich habe natürlich auch wieder keiner, wie der letzte Spieltag lief. Deswegen, ich hoffe, der lief gut. Ja. Deswegen würde ich sagen, wenn euch das Team-Meeting gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Wertung da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr mir wollt. Und ich würde sagen, Leute, haut rein. Schauen wir uns mal auf den nächsten Video. Ciao, ciao.